So, hallo. Samstag Nummer 2. Ich nehme wieder geschwind ein bisschen Zeit für Sie, aber ein bisschen weniger wie das letzte Mal. Letztes Mal, da war es ein bisschen ausführlicher. Ich habe da auch viele Kommentare. Ich lese alles mal, wenn ich dazu komme, die Kommentare, und habe das also sehr erfreulich aufgenommen, wenn man das so sagen will. Das hat mir gefallen. Schön, dass ich leider ein bisschen Humor habe, weil ohne Humor geht halt mal gar nichts, gell? Und wenn man alles so ganz ernst nimmt, dann geht es auch nicht. Und wir machen halt das Beste draus, gell? Samstag. So, ich möchte nachher nochmal ganz kurz was zu der Konservierung von dem 220er Cabrio sagen, mit dem Sandersfett oder auch nicht. Das habe ich vielleicht letzten Samstag so schnell behandelt. Aber wenn man so viel behandelt, geht es halt manchmal ein bisschen schneller. Dann gibt es auch die Möglichkeit, Abo zu machen, gell? Das ist vielleicht ein bisschen arg, ja. Da gibt es ja so Statistiken, da hat man mal reinguckt, das gucken da viele Leute ohne Abo an. Das ist ja auch prima, weil ich will eigentlich auch kein Abo. Wenn mir einer mit einem Abo kommt, dann denke ich, also Abo, ich will, wenn ich kann, oder wenn ich kann, dann will ich, und nicht lasse es bleiben. Aber bei diesem Abo ist eigentlich gar nicht schlecht, das kriegst du einfach, es kostet nichts. Weil das, was die da gerade machen, das kostet halt jetzt gar nichts. Das kostet mich meine Zeit. Ich mache es gern, dass ich es ein bisschen rüberbringe, was da gut oder schlecht ist und was man machen kann, weil wir wollen ja die Fahrzeuge erhalten. Und ich mache es ja breit ab, ohne Ende, dass man sieht, dass ich so ein toller Kerl bin. So, jetzt googelt sich geschwind noch einmal ganz kurz da eine durch. Da eine, gucken Sie, Motorlager, die sind nachguckt, gell? Vom 124er, dann jetzt diesen zwei alte, einer ein bisschen mehr oder weniger, die schmeißen wir jetzt fort. Da nehmen wir den schönen 300er, den Ponton, das haben Sie alles letztes Mal schon gesehen, so arg viele Veränderungen in einer Woche gibt es daheim nicht. Kommen Sie gerade schön mit. Das wäre vielleicht eine kleine Veränderung. Ein wunderschöner 250 SL mit einer super Karosserie. Also so richtig lecker, der steht zum Verkauf. Hören Sie? Kommen Sie vielleicht ein bisschen näher noch, dass es ein bisschen näher ist. Jetzt höre ich es mal. Kann man gar nicht aufhören, gell? Kann man ganz im Mittag so machen? Das könnte man machen, oder? Aber vielleicht ein bisschen eintönig, gell? Der Teppichsatz ist der falsche für das Modell. Einstiegsleiste sind auch die falsche für das Mod, also für die Farbe, die müssen normal schwarz sein, aber trotzdem insgesamt ganz stimmig. Originales Armaturenbrett. Sauberes Ding. Gucken Sie vorne rein. Nicht überrestauriert. Die Schweißpunkte sind da. Die Haube muss weiß sein, das geht nicht. Die ist schwarz gemacht worden, der hat auch noch keine Ahnung gehabt. Aber vielleicht hat er es auch gut gemacht. So, die drei Dinger sind noch da, gucken Sie. Warum sind die drei Stück? Das hat einen Grund. Gucken Sie mal da. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Irgendwie passt es gut zusammen, gell? Ja, Batteriehalter ist drin, Batteriehalter fällt oft. So gehört es da. Das Schalterle kostet nichts, ist auch prima. Drehen wir gleich mal drauf, weil immer gern die Batterie abklemmen in der Werkstatt. Weil wenn einer einen schlechten Kabelbaum hat, von der Lichtmaschine nimmt zu und die Kabel sind mal blank, dann kann er abbrennen. Das geht schneller, wie Sie gucken können. So, das wollen wir euch nicht. Die Kabel sind im Auto noch in Ordnung, nur alle Autos normal da drin abklemmt, Batterie abklemmt. Nicht, dass mal irgendwas losgeht. Das so viel Geld haben wir nicht. So, da haben wir noch einen freundlichen jungen Herr daheim, da können wir mal schön außen rumlaufen. So, können wir mal einmal außen rum zeigen den Wagen. So ein schönes Auto, ha? Das ist doch eine Freude und so eine schöne Farbe. Also vorne darf ich sie nicht fotografieren, weil mir das Kennzeichen noch nicht verdreht. Weil das Kennzeichen andersrum nachbauen und ohne Stempel. Aber das haben wir da noch nicht gemacht. So, das ist das. Strich 8 war schon da, das ist jetzt wieder drin. Da haben wir die Achsschemellager noch gemacht. Da ist ein schöner 124er, 200er Diesel. Läuft nämlich auch. Vogli-Ola geht aber komplett. Könnte auch die Förderpumpe sein. Müssen wir gucken. Machen wir noch. Sonst sind wir jetzt daheim. Warten Sie. Nichts Neues.
Da habe ich noch ein paar Rolle, die müssen wir noch zum Laufen bringen. Der läuft nicht gescheit an. Da sind vorne ein paar Leitungen, ein paar Dinge falsch eingebaut. Ich sage jetzt mal nichts, vielleicht weiß auch einer, was falsch eingebaut ist. Aber das ist nicht schlimm, das machen wir alles wieder korrekt. So, jetzt gehen wir geschwind rüber zu dem Cabrio zusammen und dann machen wir auch schon wieder Schluss. Und wir haben jetzt nämlich noch was vor, heute Mittag haben wir noch richtig was vor, aber könnte sein, dass wir, wenn wir da fertig sind, dass wir es nochmal anmachen. Da hätte ich nämlich noch was. Aber Sie gehen gerade nochmal geschwind vorne draus, bitte. Ja, heute muss ich mich auch nicht so anstrengen beim Schwätzen. Aber man hat es ja auch mal probiert. Man kann ja immer mal probieren. Weil wenn man nichts probiert, dann kommt man zu nichts. Gehen Sie gerade geschwind oder kriegen Sie die hier noch auf? Ach so, und übrigens, da fällt mir gerade noch etwas ein. Ein bisschen Fantasie brauchen wir. Weil ohne Fantasie geht auch nichts. Also wenn man sich auch nichts vorstellen kann. Sie sind derjenige, mit dem ich spreche. Also Sie auf Ihrem Sofa. Wie viel Uhr ist jetzt? 14 Uhr. Also 14 Uhr und jetzt schon auf dem Sofa geht gar nicht. Kehrwoch, Straßenrand, Tränen rausputzen, Picobello, Holz reintragen und so weiter. Sie sind der, wo mir zuguckt und ich schwätze mit Ihnen daheim auf der Couch. Also Zeitung sauber gerade nachlegen, Hausschuhe an, gerade nachsitzen, nicht durchhängen lassen. Und der Kameramann, den gibt es eigentlich gar nicht. Gut, wenn der alles mal reinschwätzt, das müssen wir halt ignorieren, das kann passieren. Also, oder wie sieht es aus beim James Bond? Sagen Sie auch, warum tut der James Bond mit der Kamera schwätzen? Also, das ist ja logisch. Also, kommen Sie mit. Jetzt darf ich Sie dort schön vor. So. Jetzt kommen Sie gerade geschwind, gehen wir geschwind rüber, ganz schnell. Das G-Modell haben wir separat gefilmt, das haben wir gestern gefilmt mit dem Steffen. Aber ich glaube, er hat gesagt, dass ich nicht mehr so schnaufen, gell? Aber ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Es kann sein, er schnauft trotzdem weiter. Da haben wir ja da drüben, sehen Sie, da haben wir schon geschweißt. Aber das haben wir auch separat mal behandelt. Das wollen wir jetzt nicht sagen. Schweißpunktzange, das Ding original neu gemacht. Wir können schon lieber gehen. Kommen Sie, wenn das aus Versehen mitgeht, dann sind Sie es halt doppelt, gell? Aber wenn Sie dann halt Abo haben, dann sind Sie es halt doppelt, gell? Da gibt es bloß nur mich. Aber wollen Sie das in Ihrem Leben? Bloß nur mich? Ich will es nicht. Also, passen Sie auf. So, jetzt ist da eine. Gucken Sie mal, vom Beilauf haben wir den Radlauf, der ist stumpf eingelötet. Und da hat er mich auch schon noch gepunktet. Upla, sehen Sie die Schweißpunkte, aber soll ich da jetzt dunkel wieder, wieder die Lampe vergessen. Und gucken Sie schön hinten, das Blech von hinten, das müsste man eigentlich sehen, das ist sehr angefertigt bei uns, das können Sie nicht mehr kaufen. Das ist das Zwischenblech zum kleinen Kofferboden zu der Rückwand unten. Sehen Sie, das ist angefertigt, weil das muss so rein, da hat es halt ein paar Kanten drin, weil sonst sieht das nicht gut aus. Das muss original sei, wenn das Auto fertig ist, sieht da keiner mehr, dass da drauf rumgeschweißt ist. Da unten ist noch nicht fertig, das muss noch angefertigt werden. Der Boden ist schon geschweißt, da müssen noch Löcher reingebohrt werden. Auch der Makler schon mal, es wird schon fast langweilig, das kennen wir ja schon. Ich weiß, glaube man sieht es vielleicht sogar aus. Gehen wir schön da rüber und dann sind wir das abgehakt daheim. Jetzt ist da wieder dunkel, gehen wir auch schon. Dann gehen wir wieder in die Folie, machen das Licht an. Also hier drin ist ein bisschen kälter, da werden wir nicht heizen, weil das wäre unnötig, weil da sind wir nicht oft drin. Gucken Sie gerade, geschwind, da haben wir den schönen Wagen. Da habe ich letztes Mal kurz drüber gesprochen, wegen der Konservierung. Wir haben den, wie gesagt, wenn ich Auto frisch schweiße und ich weiß ja nicht, was ich mit dem mache, dann tue ich nicht so gern das Sandersfett da rein in die Hohlräume. Könnte ich aber schon machen, weil das ist ein bisschen übertrieben, dass dann beim Lackierer überall das Fett rausläuft und dass der Lackierer sehr arg schimpfen muss. So arg warm wird es in der Lackierkabine auch nicht, dass das Fett rausläuft. Aber was möchte ich, wie soll ich sagen, das soll ja
ineinander übergeht, das Geschäft. Und es ist unproduktiv, ein Auto komplett mit Sandersfett zu konservieren und danach zu lackieren. Das kann passieren, dann muss man halt aber das Auto wirklich gut entfetten, weil was passiert? Ich tue es komplett konservieren, gleich zum Lackieren, ist eigentlich nicht so schlimm. Aber wenn ich es konserviere, möchte ich es auch nochmal in die Sonne stellen, möchte meine Innenausstattung mal verdeckt abkleben, will das auch mal in der Sonne ein bisschen kochen lassen, dass das Fett auch aus den Hohlräumen austritt, in die Radläufe noch besser reinläuft. Wir sind, hat vielleicht 80 Grad oder mehr beim Neispritzen, läuft da überall rein, aber wenn das dann nochmal richtig warm wird in der Sonne, wenn ich die Hand an der Bereichseite, Westseite, oben, dann gehen wir dann noch stellen, einen Tag lang, wenn es richtig 35 Grad hat, dann läuft aus dem Tier das Fett raus. Das läuft so hoch in der Tür, irgendwann, also es geht ganz schnell und verteilt sich überall. Und das dann zu lackieren, das ist eine Herausforderung, weil dann läuft es auch aus der Tür unten raus. Und wenn sie die Türkante unten fertig haben, dann müssen sie alles entfetten. Und wenn ich das jetzt so mache und ich weiß nicht, wann ich das Auto lackiere, das wird nächstes Jahr auch noch nicht lackiert, die Zeit ist nicht. Wenn ich den Ganzen auseinanderreiße, dann fahrt er wieder ein paar Jahre nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Jetzt tue ich da halt Flutfilm rein, das kenne ich halt. Das Flötfilm, das kriegt in die kleine Ecke rein. Ich habe auch schon mal eine Erfahrung gemacht. Ich mache jetzt keine Flötfilmwerbung. Das ist nur, was ich jetzt halt mal gemerkt habe. Das Flötfilm hat mal beim 107er vorne das alte HV-Wachs im Kotflügel vorne drin zwischen Schweller angelöst und wieder babbig gemacht. Das stinkt halt auch ziemlich arg. Und ich habe das halt auf die Schnelle da rein gemacht, weil es nichts kostet. Es kostet insofern nichts. Weil ich bohre ein Loch rein, spritze rein, fertig. Da brauche ich nicht mal groß abkleben, nur auf der Boden, weil es halt ewig lang rausläuft. Also es läuft ziemlich arg. Ich nehme das dünne Material, das überall reingeht, gibt es auch dickeres wohl, dass überall mal in Erstversorgung drin ist vor der Kopf, dass einfach mal was drauf ist. Könnt auch Sandersfett machen, auch wenn ich jetzt ein paar Jahre fahre, läuft es halt überall raus. Also mit dem Sandersfett habe ich da eine gute Erfahrung gemacht. Wenn ich den ja auch nicht den ganzen Unterboden einspritze, das ist ja alles lackiert, da brauchen wir nichts nachmachen. Dann geben wir dann die Lampentopf vorne ein. Und da, aber den Lampentopf, da muss man glaube ich sogar der Hand irgendwo. Ja, ne, der ist nicht. Aber wenn ich das schweißen müsste, ich glaube bei dem jetzt nicht, da aber irgendwas war, ich weiß nicht. Dann halt es auch, wenn ich schweißen möchte, dafür kein Fett noch da, das geht nicht. Und dann streift man in der Hinterachse noch, und dann vermischt, läuft man das Fett raus, dann verschmiert man es. Das will man nicht. Das ist ein bisschen breit ab, das Geschäft. Ich hoffe, Sie haben das jetzt verstanden. Das Sandersfett ist für mich super. Ich arbeite ja schon lange damit. Und das Flutfilm ist halt so ein Notding. Sicherlich auch nicht schlecht. Aber ich gebe Flutfilm nicht an der Unterboden, sprich an Gummiteile. Wir haben ja schon aus der Schweiz ein Firmati gehabt. Da sind alle Gummiteile ersetzt worden, weil der Flutfilm hat die Gummiteile weich gemacht. Da, also vielleicht ein Sonderfall, ich weiß es nicht. Ich habe, das ist meine Erfahrung. Dann sage ich mal Dankeschön, gell? Tschüss.